Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und Bactrien hat sich jetzt hier reingeschlichen und will meine Armee auflösen. Ich spiel's mal. Mal schauen, wie lange meine Pikeniere aushalten, aber ich hoffe, der macht wieder so einen Suizid mit seinem General. Das wäre ganz nice. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir werden wahrscheinlich keine Einheit mitnehmen. Wir werden uns auf jeden Fall wieder einbunkern. Müssen wir ja. Ja. Dann werden wir mal schauen. Der kommt von da. Ach, das ist die Karte wieder. Das ist natürlich keine allzu optimale Karte für uns. So. Das Problem ist, sobald er mit einer Einheit von hier kommt, ja, sind wir dort. So. Ich werde das mal so machen, damit die nicht von der Seite angegriffen werden können. So, und dann stelle ich hier mal den Mobs hin. Und Steinschleuderer kommen hier so hin. Also ja, das ist eigentlich nicht so gut. Mit den Steinschleuderern hier hin, weil die werfen einen sehr flachen sehr flachen Winkel. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass ich meine eigenen Leute treffe. Aber ich glaube, er schluckt. Unser General wird angegriffen. Er schluckt die das Angebotene hier. So, ja, das sieht ganz gut aus. Hier sind die Pikeniere, das sind die einzigen Gefahren für uns, beziehungsweise auch die Steinschleuderer. Er versucht auf jeden Fall hier in die Seite von meinen Blüten zu kommen. Hier steht ja meine Hoplitenwand. So, jetzt versuche ich mal auf seine Fernkämpfer zu schießen, weil hier sieht es gerade gut aus. Hier sieht es gerade gut aus. Der Mobs geht mal zur Seite und geht mal außen rum. So, hier meine, meine Phalanx hat schon ein bisschen wieder zurückgedrängt, was sehr schön ist. Jetzt kommt halt in seine Piken, kommen mir halt jetzt auch zu nah hier vorne. Ist ein bisschen schlecht. Werde ich jetzt, sobald die Steinschleuderer oder also seine Steinschleuderer wegrennen, dann werde ich meine Steinschleuderer auch wegziehen. Aber es sieht so aus, als wären die zu beschäftigt. So, jetzt na komm. Durch die dahin. Und dann schieße ich hier nochmal rein, so quer.
Vielleicht bekomme ich dann... Wo sind die... seine Pikniere? Ah, hier. Die sind schon erschüttert. Das ist natürlich super für mich. Ja, sieht so aus, als würde ich sogar gewinnen. Das ist halt bei dieser Karte ein bisschen Glückssache, ob der wirklich so geistesgegenwärtig ist, dass er wirklich dann seine Armee aufteilt und einen Teil hier rein, einen Teil da rein schickt. Aber meistens ist es so, dass er wirklich, also vor allen Dingen, wenn er wenig Einheiten hat, dass er dann wirklich nicht sehr klug hantiert. So, was ist mit euch, Jungs? Der feindliche General ist tot. Das ist schon sehr schön. Ich weiß gerade nicht, was die da machen. Das machen sie also. Gut. Naja. Ja. Phalanx. Also, das ist halt... Von der Front ist es kaum zu durchbrechen. Was er hätte machen können, wäre... Also das Offensichtliche wäre umrunden. Also von hinten dann noch angreifen. Dann hätte ich sofort verloren. Was er noch hätte machen können, ist mit seinen... Er hatte ja, also seinen General... Oh Gott, jetzt kommt ja noch so eine. Ja. Da mache ich mal automatisch. Das ist gemein. So. Was er hätte machen können, sein General war eine Schockkavallerie. Also gepanzerte Kataphrakte. Und das ist extrem extrem gut in Formationen aufbrechen. Und was er hätte machen müssen, ist quasi mit der Schockkavallerie in Keilformation. Das hat er ja gemacht, aber er hat der hat nicht wirklich damit angegriffen. Genau, meine... Was ist denn da jetzt los? Er sagt, ich habe keine Chance. Gut. Ich sage, er hat keine Chance. Ich habe ein paar Pikenier-Einheiten hier. Und Bogenschützen. Na gut. Genau, und da kann man die Phalanx sogar auch von der Front aus eben aufbrechen. Das geht auch. Aber also die Kataphrakten, die Kavallerie ist danach hinüber, aber man hat auf jeden Fall ein Keil dazwischen gebohrt und dann, wenn man gleich da reinstürmt, hat man gute Chancen, dass man auch gewinnt. So, also, hier ist einmal der da. Hier ist einmal der da. Ich hoffe, der kann auch so weit rüberschießen. Und der ist auch da. Naja, schauen wir mal. So. Oder die tauschen Platz. Der kann nämlich auch so weit. Aber der hat... Alter, okay. Das ist natürlich... Der hat ein paar Leitern aufgestellt.
Hat der schon länger die Stadt belagert? So, explodierendes Geschütz. Brennendes Geschütz. So, gut. Ich werde hier mal die ganzen Fernkämpfer hin tun. Weil hier, also das da hier wird da. Ja, die Frage ist, stimmt. Die Frage ist, wo er durchbrechen wird. Also entweder hier oder da. Okay, das wird nochmal interessant. Hier stelle ich meine Armee auf. Dürfen auch tüchtig brennende Geschosse nehmen. Wobei. Normale Geschosse, weil die. Also ich versuche alles auf die Elefanten zu tun, damit die rumoren und hier schon mal ein bisschen Spaß haben. So. Ich werde aber natürlich auch selbst schießen. Wo sind die Elefantis? Da sind die Elefantis. Ne, das sind die Plänkler. Entschuldigung, ich wollte einen Elefant treffen. Entschuldigung. Das war gut. Schon wieder hat's ja nicht mehr. Warte mal. Dann machen wir mal ein brennendes Geschoss. Okay, der geht komplett. Okay, mit denen geht er hier hin. Aber die Hauptarmee ist da. Das ist denen krass egal. Weil die da auch nicht treffen wollte. Ich muss mit dem mal ein bisschen mehr Gas geben. Weil der kann sowieso gleich nicht mehr. Schießen. Komm, den Elefanten geht's doch nicht mehr gut. Er wird die ganze Zeit beschossen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, dann stelle ich mich mal hier fett auf. Ich stelle mich hier mal fett auf. Hier. Und hier. Warte, mit denen kann ich auch noch ballern. Ah, hey. Unser General wird angegriffen. Hier, unser General wird angegriffen. So. Krass, dass die Elefanten halt echt nicht rumstressen. Die gesamte Einheit ist umgekommen.
Au. Gut, da hätte ich ja besser aufpassen müssen. So, ja, da, und das habe ich verpeilt. Vor allem, ja, das ist natürlich geil, dass jetzt die Bogenschützen und durch die Steinschleuder zum Beispiel erwischt worden sind. Ja, das war echt dämlich. Unsere Tore sind komplett zerstört. Gut, dass er noch nicht reagiert. So, ja, da habe ich gepennt. Das war nicht gut. Steinschleuderer! Stellen Sie sich mal hier auf. Tarantinische Kavallerie! Kavallerie! Vorrücken! Geschossen, bewaffnete Reiter! Tarantinische Kavallerie! Und die kommen jetzt hier rein. Okay, die brauchen wir dann nicht mehr. Los, los, formiert euch. Jetzt kommen mal die Kavalleristen da. Mit Brandpfeilen. Ah, die Elefanten wanken schon. Beziehungsweise, also die sind schon erschüttert. Das ist gut. Der hat nur noch einen Elefant. Zwei Elefanten. Ah, verdammt, der hat auch Pech nehmen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, jetzt wieder normal. Weil die haben ja schon. Die haben ja schon die Elefanten platt gemacht.
Da kommt mir gerade, ich kann unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Von außen. Das ist ein schändlicher die Fernkämpfer mal platt machen. Und dann vielleicht von hier dann so rein. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann platzen wir mal den Tausch. Die da kommen hierher schnell. Die kommen schnell dahin. Schnell, 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 schnell. Avanti, avanti. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schätzchen. Jetzt fange ich an zu brechen. Das ist nicht gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Tarantinische Kavallerie! Tarantinische Kavallerie! Los, 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 Avanti. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Er muss mich neu formieren. Jetzt von der Seite angreifen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Hey. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das sind nur Steinschleuderer. Jetzt mach die mal fertig. Oh. Das ist natürlich sehr schlecht. Die werden nicht mit denen fertig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die brauchen viel, viel zu lang. Viel zu lang. Ich pack sie mal nochmal vom Rücken. Doppelte Geschwindigkeit! Vorwärts! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Kavallerie, vorrücken! Durchbrecht die Linien! So, der war gut. Super P! Befehl verstanden! Das ist halt, ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Die Leine, das ist ein schändlicher Anblick! Ja, jetzt wanken die wenigstens. Jetzt könnte ich versuchen. Okay, da komme ich nicht mehr rein. Ich könnte versuchen, ihn so hinzuhalten, dass er sicher, ich könnte versuchen, hier reinzugehen. So. Da versucht er jetzt natürlich, die Dinge einzunehmen.
So. Ich versuch mal hier dann zum letzten Kampf hinzugehen. Vielleicht schaffe ich sogar die Steinschleuderer hier rauf zu tun. Wir haben einen Siegpunkt verloren. Ist gut, also der wankt schon mal. Ich muss jetzt halt versuchen, den Punkt einzunehmen. Okay, die wanken auch. Die muss ich jetzt auch einsammeln, solange die noch wanken. Noch vollständigen. Das ist ein blöd. Das ist ein bisschen schlecht. Ah, noch 20 Sekunden. Ich muss sie jetzt aufhalten. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Der feindliche General ist... Okay, nochmal raus. Okay, das hat ihnen schon sehr weh getan, aber mir auch. Befehle? Strategos! Zu Befehl! Tarantinische Kavallerie! Geschosse warten auf Ziele! Tarantinische Kavallerie! Schnell hier! Reitet los! Schnell vorrücken! Schneidet sie ins Stück! Angriff! Hier nach! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, der darf den halt nicht mehr erobern, weil sonst sind dann 20 Sekunden bin ich dann weg, aber an sich bin ich auch so weg. Doppelte Geschwindigkeit! Zerdrückt vor! So. Gut. Das war's mit ihm, aber jetzt hat er es wieder eingenommen. Kavallerie!
müsste er mich ja einfach nur da reinstellen, oder? Okay, solange der hier bleibt, ist es in Ordnung, aber er kommt. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Durchbrecht die Linien! Okay, er geht wieder. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Kavallerie, vorrücken! So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache. Das Problem ist halt, dass er Speerkämpfer ist. Die sind allgemein relativ stark, also relativ krass stark gegen Kavallerie. So, aber das sieht gut aus. Kavallerie, meine Damen und Herren. Vor allen Dingen auch Geschosskavallerie. So, die kann auch ziemlich was. Was bewirken. So, ja, er hat keine Phalanx gemacht. Hier ist er gerade, also das seht ihr nicht, hier ist so ein blödes PDF-Architekt-Angebot-Anzeigen-Bla-Ding. Okay, unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Hä? Das ist ein schändlicher Anblick. Das sind seine Männer. Okay, warte, er hat sich wieder informiert. Nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So, bitte mach die platt. Tarantinische Kavallerie! Die Makedonier sind bereit! Ah, wow. Puh! Das war ein spannender Kampf am Schluss. Gut, ja, warte, ich mach das kurz weg. So, aufgestellt 1100, der hat 2000. Er hat 1900 verloren und ich 900. So, ja, Pyrrhus-Sieg. Der hat halt 300 vernichtet, das war auch ziemlich gut. Die da, 200, 2, 2, 2. Das mit dem General stört mich total, dass ich den so verspielt habe. Aber ja. Oh nein. Ja, okay, also ist ja. Nächste Runde komme ich sowieso hin. Mit der Nachbararmee. So. Uiuiuiui. Bedürfnis nach Kavallerie. Minus Rekrutierungskosten brauche ich nicht. Siedlung wird belagert. Bura. Forschung abgeschlossen. Militärstörung. Genau. Oh, verdammt, ich komme nicht innerhalb von einer Runde nach unten. Ja, der hat auch ziemlich was verloren. So, aber wir sind schon wieder fertig für heute.
Genau, sorry, dass gestern war Sonntag. Ich habe nicht mehr es nicht mehr geschafft, eben gestern was hochzuladen. Ja, deswegen jetzt heute Rom und Makedonien zusammen. Und ja, sorry nochmal. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ja, tschüss von Buddy.